zu einer größten Ausführung vor dem Gerichtshof bewiesen worden. Ist ein Vorgang organisierter und planmäßiger Unmenschlichkeit größten Stiles. Ohlender, der Chef des Amtes 3 im Reichssicherheitshauptamt RSHA von 1939 bis 1943, der ebenfalls eine der Einsatzgruppen in dem Feldzug gegen die Sowjetunion befehligte, machte Aussagen über die in der Ausrottung von Juden angewendeten Methoden. Er erklärte, dass Erschießungstrupps für die Hinrichtung der Opfer eingesetzt wurden, um das persönliche Schuldgefühl des Einzelnen zu verringern und die 90.000 Männer, Frauen und Kinder, die im Laufe eines Jahres durch seine eigene Gruppe ermordet worden waren, waren in der Überzahl Juden. Der Zeuge Bach-Zelewski antwortete auf die Frage, wieso Ohlendorf die Morde von 90.000 Personen zugeben konnte. Ich bin der Überzeugung, dass wenn man Jahre und Jahrzehnte lang die Lehre predigt, dass die slawische Rasse eine minderwertige Rasse und Juden nicht einmal Menschen sind, dann ist ein solches Resultat unausbleiblich. Der Angeklagte Frank jedoch sprach die Schlussworte zu diesem Kapitel der Nazi-Geschichte, als er in diesem Gerichtssaal bezeugte. Wir haben gegen das Judentum gekämpft. Wir haben seit Jahren dagegen gekämpft. Und wir haben uns Äußerungen erlaubt und mein eigenes Tagebuch wurde zum Zeugen gegen mich in dieser Hinsicht. Äußerungen, die fürchterlich waren.